Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele die Mumie Dwight. Ich habe die Aufgabe, im Terrorradius des Killers mich 120 Sekunden lang zu verstecken. Wir spielen gegen den neuen Killer. Das macht es ein bisschen dolle schwierig, ehrlich gesagt. Aber mal schauen, was es wird. Ich habe dafür Perks mitgenommen, die mir dabei helfen sollen. Und zwar Binden. Dankeschön, damit ich sehe, wo einer von meinen Teammates eventuell gejagt wird. Um dort hinterher zu rennen. Ich habe mir eine Indoor-Map innerlich gewünscht. Ich habe keine Opfergabe geschmissen. Aber die Indoor-Map spielt auf jeden Fall gut rein. Ich habe eiserne Wille dabei. Damit bin ich 75% leiser. Wenn ich verletzt bin, wenn ich erschöpft bin, dann wird das deaktiviert. Was aus meiner Sicht nur Sinn ergibt. Außerdem habe ich noch Verzerrung dabei, falls der Killer ein Aura-Wahrnehmungs-Perk dabei hat. Dann kann ich Verzerrung nutzen, um dies zu kontern. Kriege ich einen Stack weniger und schon. Pef! Jetzt bin ich irgendwie. Jetzt muss ich ihn eigentlich sehen, aber ich höre ihn nicht. Ich müsste ihn sehen, ich höre ihn aber nicht. Dunkle Wahrnehmung ist gerade abgelaufen. Ich hätte seine Aura sehen müssen. Wahrscheinlich hat der Tüftler dabei. Dunkle Wahrnehmung ist ein freilerbares Perk. Jedes Mal, wenn ein Gen angeht, aktiviert sich dieses Perk. Es stackt sich übrigens nicht. Das heißt, wenn zwei Gens angehen, kriege ich nicht zwei Ladungen dunkle Wahrnehmung. Ja, guck mal, er hat wieder keinen Terror. Ach so, in seiner Fähigkeit, ne? Wie soll ich mich denn so in seinem Terrorradius verstecken? Du steckst mich an mit deiner Kugel da, ne? Wahnsinn. Ja, also die Bubbles muss man immer wegmachen. Oder muss man die Bubbles vielleicht nicht immer wegmachen? Doch. Doch, doch. So, Gabriel wird gejagt. Na gut. Da ist er. Hundertzwanzig Sekunden, ne? 2 Minuten. Das ist eine halbe Ewigkeit. Kann ich einmal? Danke. Ach, die ist noch okay. Dann machen wir die hier mal weg. Die ist jetzt nicht mehr. Die ist wieder fresh gewesen. Er geht jetzt zum anderen hinterher. Alles klar. Ich wollte eigentlich, deswegen hatte ich mir die Indoor Map gewünscht. Du musst dein Bobble loswerden. Muss ich so hinterherlaufen? Wenn ich sehe, dass jemand gejagt wird. Dort vorne. Ich weiß nicht, warum er sein Bobble nicht los wird. Kann sich ja schneller hinter einem her teleportieren, wenn man so
so ein Ding auf dem Rücken hat, deswegen muss man das schon loswerden. Das ist irgendwie nicht wie, weiß nicht, die mit der Seuche. Oh ja, und der kommt hier safe wieder mit an, wir uns anstecken. Wahnsinn. Dann laufe ich mal hier so ein bisschen hinterher. Okay. Schießt seine Bobbles hier in die Ecke. Das ist eine richtig doofe Ecke. Wusstet ihr übrigens? Das ist ein Fun Fact. Na los, komm. Zieh. Danke. Dass Mumien in der frühen Neuzeit gegessen wurden. Du steckst uns an mit den doofen Bobbles. Das ist ja wohl der Oberhammer. Warum machen die das? So, okay, dann können wir jetzt raus. Was macht ihr? Piep, 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 genau. Die Bobble ist wieder aktiv. Das heißt, er kann hier hinkommen, ne? Das wisst ihr. Super. Also so um 1500 herum wurden Mumien benutzt als Heilmittel gegen alles Mögliche. Hier dieser ganz berühmte Paracelsus. Der hat die Zerrieben als Heilmittel vertrieben und angepriesen. Die wurden auch in Malereien verarbeitet. Richtig krank. Aber auch witzig. Das ist der Grund, weswegen wir nicht so viele Mumien haben, wie wir haben könnten. Auf dieser Erde wurden alle verspeist. Aber wir sind auf eine andere Art und Weise hier rausgekommen aus der Prüfung. Und ich habe die Aufgabe geschafft. Ich habe mich 120 Sekunden in seinem Terrorradius versteckt. Ich habe nicht gedacht, dass ich das schaffe. War ich ganz schön sneaky unterwegs, Mensch. Schön. Er hat sein Adept versucht und hat dann am Ende gesagt, okay, dann halt nicht. Und hat uns gewähren lassen. Gewährt übrigens die Soma-Familienfoto-Add-on-Gedönsel. Nach einem erfolgreichen Teleport den Statuseffekt Eile. Und 20% Dauer der Übertaktung. Krass, krass. Zerfleischt, also wie schlampiger Schlachter. Eigentlich richtig gut gespielt. Weswegen war sie so oft unentdeckbar? Wegen, ah ja, hier wegen maschinellem Lernen wahrscheinlich, oder? Wegen maschinellem Lernen. 30 Sekunden. Ja, das war das wahrscheinlich. Aber es hat anscheinend noch für Impulse des Schreckens gereicht. Ja, ich sage GG und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.